Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 von Let's Play The Whispered World. In der letzten Folge sind wir endlich mal hier in Corona angekommen. Und es sieht sehr märchenhaft aus hier. Und wir schauen uns natürlich erstmal um, was wir hier alles so sehen können. Opa hat immer von der wunderschönen Landschaft rings um Corona geschwärmt. Dieser Busch ist wohl das Einzige, was davon übrig geblieben ist. Wissen wir eigentlich, warum Corona immer mehr so zur Stecknadel wird, oder wissen wir das nicht? Putz 13, ein Stock. Die Natur verwöhnt mich mal wieder mit ihrem reichhaltigen Repertoire an nützlichen Utensilien. Hip, hip, hurra. ja, dann nimm den mal mit. Können wir beim Busch irgendwas machen? Der eine Ast reicht. Hier wachsen keine Beeren. Insgesamt scheint mir dieses Terrain nicht gerade lebensfreundlich zu sein. Kaum vorstellbar, dass das vor kurzem noch anders gewesen sein soll. Tja. Da ist ein Spalt unter der Tür. Aber ich bezweifle, dass ich meinen tollen Tablett-Trick hier wiederholen kann. Ich habe kein Tablett und die Tür hat keinen Schlüssel. Wenn wir die Lokomotive noch mal ein letztes Mal ansehen. Das war eine wirklich beeindruckende Fahrt. Ich kann immer noch kaum glauben, dass wir heil angekommen sind. Wobei man ja auch sagen muss, wir sind ja nicht richtig irgendwie hier in einem, keine Ahnung, Bahnhof oder so angekommen, sondern wirklich nur direkt vor der Tür. Aber ich stelle mir vor, dass das früher mal anders gewesen sein muss, oder? Ich meine, man endet mit einer Zugfahrt ja nicht auf einmal ohne Gleise vor der Stadttür oder so. Okay, dann versuchen wir es mal hier. Ich bin so weit gekommen und jetzt werde ich zusammengekauert vor dieser Tür sterben. Das Schicksal sitzt garantiert gerade auf seiner Veranda bei einem Kakao, schaut auf die Welt hinunter und lacht über mich. Richtig, ich sitze hier. Ich hätte mir einen Kakao mitnehmen sollen. Vielleicht mache ich mir für die nächste Folge einen Kakao. Das ist eine gute Idee, Sedgwick. Das ist eine gute Idee. Hallo? Ist jemand da drin? Darf ich rein? Hallo? Kein Schloss, keine Klinke, kein geheimer Mechanismus. Ich habe ja schon einige Türen aufbekommen. Aber dies hier ist wirklich die Mutter aller Türen. Was soll ich bloß machen? Vielleicht könnte sich... Was haben wir hier eigentlich noch dabei? Nur den Stock. Vielleicht könnte sich Spot ja mal in seine platte Version... Tu doch irgendwas. Verwandeln. Wir sind fast am Ziel, Spot. Fast am Ziel. Und da irgendwie durch den Spalt durch. Hey, Spot. Kannst du mir helfen, das Tor zu öffnen? Spot kann es eigentlich auch ohne uns machen, ne? Spot kann alles. Keine Ahnung. Wer weiß, was sich da drin erwartet. Eins ist aber sicher. Das wird nicht leicht. Wir verstehen uns. Und, hey Spot, wenn du das schaffst, nehme ich einiges von dem zurück, was ich über dich gesagt habe. Viel Glück, Kumpel. Oh, wir spielen jetzt Spot. Oh, da ist der Bote. Mein Bruder hat mir gesagt, ich soll ihm eine reinhauen von ihm. Ich weiß noch nicht warum, aber... Nee. Da können wir nicht so viel machen. Können wir mal mit dem Boten sprechen oder so? Aber ich finde das cool, dass wir Spot jetzt mal spielen können. Spot habe ich ja sowieso am liebsten. Ich weiß, man merkt es gar nicht, wenn man mir so zuhört, aber ich mag Spot mit am liebsten. Hallo, kleiner Freund. Was treibst du denn hier? Bring dich lieber in Sicherheit. Hier könnte es bald sehr ungemütlich werden. Okay. Können wir hier irgendwo irgendwas machen? Kuh. Dieses Geräusch, was Spot immer macht. Können wir sie vielleicht anleihen und zur Tür bringen? Nee. Brandmarken. Ist ein bisschen fies, aber nee, ne? Nee. Gehen wir mal wieder raus.
Oder vielleicht können wir das Seil verkokeln, was die Tür hält. Okay. Wir versuchen es hier einfach am Rad noch ein paar Mal. Warte. Also, ich würde ja denken, er müsste so da dran. Da hat die Kuh gemut. Oh, guck dich das mal an, er rollt einfach nur her. Können wir ja irgendwas mit der Wippe machen oder so. Können wir hier irgendwo rein, irgendwas? Nee. Können wir das Grasbüschel abfackeln? Ich gucke jetzt einfach nur generell, was sind denn die Möglichkeiten an Sachen, die man eventuell machen könnte. Dann hätten wir vielleicht Stroh, damit könnten wir die Kuh anlocken. Oh nein, da ist ein Loch. Oh. Nein. Jetzt? Ja? Machen wir uns mal so schwer wie möglich. Und jetzt? Was liegt denn da drauf? Warum haben wir das denn gemacht? Was bringt uns das? Ich verstehe es nicht. Ja, braves Tier. Ah, wisst ihr, ich habe eine Idee. Ah, vielleicht wenn wir uns dann wieder in was Leichteres verwandeln, fliegen wir dann hoch irgendwo hin. Wisst ihr? Probieren wir das nochmal. So. Jetzt sind wir hier oben. Können wir. Ich gucke erstmal auf der anderen Seite, wo wir da durch können, weil ich nehme an, sonst können wir nachher in das Wasserdings rein. Okay, aber hier können wir nicht weiter. Alles klar. Oh, das finde ich total spannend gemacht. Das gefällt mir gut. So, wenn ich jetzt zum. Jetzt sieh sich einer diese Sauerei an. Ich bin ja vollkommen durchnässt. Na warte, du kleines Monster. Was passiert denn jetzt? Ich meine, das hat schon Spaß gemacht. Hey, lass meine Klamotten in Ruhe. Lass meine Klamotten in Ruhe! Kusch! Verschwinde! Du hast schon genug Schaden angerichtet! Können wir die trocknen? Lass meine Klamotten in Ruhe! Lass meine Klamotten in Ruhe! Können wir da reinspringen? Lass meine Klamotten in Ruhe! Lass meine Klamotten in Ruhe! Ich weiß nicht, was wir hier tun müssen. Können wir hier sonst... Was könnte man denn damit machen? Oder ist das erst für später, wenn Sedgwick dann mitkommt? Lass meine Klamotten in Ruhe!
gehst du mir auf die Nerven. Die Kuh stimmt zu. Guck dich mal Spots Gesicht an hier, an dem Dings. Das Problem ist halt auch, dass wir nichts mitnehmen können, ne? Das ist ein bisschen schade. Vielleicht hat Bobby vorher auf irgendwas draufgesessen, was wir jetzt sehen oder so. Ich weiß es nicht. Eher nicht, ne? Wenn wir jetzt hier das nochmal probieren, ne? Haben wir dann irgendwas davon? Ins Fass können wir auch nicht. Das scheint uns jetzt nicht mehr so furchtbar viel zu bringen, ne? Also es muss ja irgendwas damit zu tun haben, ne? Ich probiere nochmal alle Formen durch. Man weiß ja nie, ne? Nö. Das haben wir schon probiert, aber halt. Ah, vielleicht hat die Kuh Angst vor Schlangen. Lass meine Klamotten. Können wir auf den Schemel nähen? Dann müssen wir mit Bobby nochmal reden. Kusch, verschwinde! Du hast schon genug Schaden angerichtet. Was müssen wir denn hier machen? Wir können ja auch nirgendwo weiter hergehen, ne? Aber das muss doch irgendeinen Grund haben, dass das so ist. Wir können auch sonst nirgendwo hierher. Ich mach dich mal wieder normal. Ich finde es irgendwie komisch, wenn du so schlängelst. Wie so eine Raupe. Eigentlich eher nicht schlängeln. Kommst du da in einer anderen Form vielleicht hoch? Nein. 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 Vielleicht, wenn wir mal nicht... Vielleicht, wenn wir es mal hier ein bisschen anders machen. Vielleicht passiert dann was Besseres. Weil wir haben halt auch kein Inventar und nichts, ne? Wir müssen so ein bisschen versuchen, mit dem auszukommen, was wir hier haben. Aha. Guck mal, da war ich gar nicht so doof. Ich bin selbst drauf gekommen. Oh,
wir sind in der Socke drin. Was passiert jetzt? Okay, das war schon mal nicht. Feuer? Und jetzt? Jetzt stecke ich fest und... Was? Flitsche ich jetzt da wieder raus? Wenn ich jetzt hier rübergehe, ne? Ich kann da gerade gar nicht rübergehen, aber wenn ich jetzt leicht werde, glitscht das dann? Wo sind... Ach, da sind wir, auf dem Brunnen. Ah nein, wir sind wieder draußen. Ich dachte gerade, wir wären auf dem Brunnen. Ja, nee, das hat uns ja nicht so viel gebracht, oder? Wenn wir jetzt nochmal reingehen, oder ist die Socke jetzt ausgeleiert? Nee. Ja, Moment, dann probieren wir nochmal was. Vielleicht können wir das ja nochmal, also, wisst ihr? Ich kann ja nicht sagen, dass das nicht spannend wäre. Können wir da eigentlich irgendwo anders her? Nee, ne? Was ist denn, wenn wir jetzt zu so einem großen Dings werden? Okay, da fallen wir nur tiefer. Vielleicht ist das jetzt der richtige Winkel. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal hier dieses Kesselding. Vielleicht haben wir einen Heißluftballon, wenn wir jetzt da heiße Luft machen. Na so, was sieht man aber auch nicht alle Tage. Ey, wie geil ist das denn? Was wir alles können. Können wir hier eigentlich irgendwo rein? Nee. Und jetzt hier welche Form? Gewicht, um das zu schubsen? Oder Schlange, um sich drum rumzuwinden? Ich weiß es nicht. Ha! Gut gemacht, Spot. Du hast es tatsächlich geschafft. Wahrscheinlich war es auch nicht weiter schwierig. Halt die Fresse, Sedgwick. Aber ich bin trotzdem stolz auf dich. Kuschel ihn mal, dein lieben Freund. Hallo? Hallo! Himmel, hier ist ja alles verlassen. Wo ist bloß der König? Okay. Ich denke mal, jetzt die nächste Aktion wird wieder länger dauern, deswegen beende ich die Folge mal hier. Aber ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf unseren tapferen, schlauen, kleinen Raupenfreund. Mit Cedric hätten wir bestimmt 5 oder 6 Folgen gebraucht, um das zu schaffen. Aber Spot kann sowas. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir den dabei haben. Ja, jedenfalls in der nächsten Folge können wir uns hier in Corona mal ein bisschen genauer umschauen. Darauf freue ich mich. Gut, dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!